dün 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 dün. Schöne Grüße von der Ostsee, ihr Nacken. Natürlich, wenn ich das euch zeige, bin ich wahrscheinlich auch schon wieder in Berlin. Mein geiler Produzentenstuhl mit dem ältesten Laptop der Welt. Bier darf natürlich nicht fehlen. Ganz klare Nummer. Ja, und dann haben wir heute mal so ein Wetter, dass es eigentlich zur Abreise sich neigt, weil es war heute nur, weiß ich nicht, 25 Grad. Morgen soll es wieder 33 werden, also es ist ein verrückter Sommer auf jeden Fall. Ich grüße euch alle hier in Necken. Kurz mal meine Fresse in die Zeichen. Yeah, Pisignon. Euer Ickemann ist unsere Ostsee. Grüße ihn rüber. Jo, ihr Nacktbrüder. Moment. Bitte. Grüße. Schulzi. Meine lieben Nackenfreunde. Und wie jeder Mensch muss auch ich mal alle in den Ring hauen. Gesehen. Es war ein viel Bildschirm. Geil. Auch wenn es kein super Sonnengang ist, ist es einfach nur schönes Blau. Das sieht man auch nicht so oft. So, ihr Nacken, ich geh noch mal ganz kurz. Kurze Überraschung. Ja, ich will auf jeden Fall heute hier übernachten. Am Strand, man sagt. Schön am Strand. Und natürlich wahrscheinlich nicht hier, weil ich gehört jemand anderen. Deswegen gehe ich in unsere Buchte und werde da noch mal mich wieder melden. Nur mal kurze Info. Ich sage erst mal Schimmelöl, weil dann muss ich jetzt nämlich zusammenpacken und mich hier wieder herbewegen. Also sprich dahin bewegen und dann wieder zurück, damit ich hier überhaupt mit dem Licht, ich muss noch mal kicken, wie ich das denn mache. Aber gut, wenn es was wird, ist es jetzt schon mal erstmal angesagt. Ahoi, bis denn hier in der Schiff ahoi, man sagen, du. Schade, da sieht man natürlich ja nichts. Außer eventuell die Lichter von Polen. Ah, ich hab's mir auf jeden Fall erstmal eingerichtet, ihr Nackenbrüder. Ich hab's ja gesagt, da ist er wieder. Euer Ickemann mit der Laterne am Start. In der kleinen Buchte hier. Und so, wie heißt das? Windschutzdingsbums. Ja, man darf ja kein Zelt aufstellen. Jetzt kommt der Wachtmeister. Ja, so sieht es jetzt aus.
Ich werde gleich mit euch ein Bierchen trinken. Und dann werden wir mal gucken, ob noch der Fuchs heute Abend kommt. Oder auch nicht. Ja, so sieht das aus. Ich gehe ins Haus. Blöd ist natürlich, lieben Freunde, ich habe kein Stativ mitgenommen. Die Kamera darf auf keinen Fall in den Sand fallen. So, lieber Lief. Ossiplopp. Ja, Mann, da, Mann, du. Bitte, Prost. Ja, also da ist irgendwas krasses los. Was geht da ab? Sieht man da was? Hä, was machen die, ne? Kurz mal ranzoomen. Sieht man da was? Nee, wa? Schade. Tja, dazu ist die Cam echt zu schlecht. Deswegen wird es auch jetzt, ja, ich sag mal, eher langweilig. Verbrannt habe ich mir auf der Nase. Sieht aus wie jetzt, ob ich ihn hochgekriegt habe. Ja, ich nie brechne Blut. Hier habe ich ein kleines Licht für mich. Oh, und jetzt werde ich auf jeden Fall hier übernachten. Anstatt, ja, auf dem Campingplatz. Weil ich finde, man muss mal am Meer gepennt haben. Zumindest einmal in seinem Urlaub. Schulze, das war das Wort zum, was haben wir heute? Donnerstag. Also, ihr merkt, bis denn, ich melde mich nochmal. Tschö mit Ö. Ich genieße jetzt hier noch ein bisschen. Hört ihr das Rauschen des Meeres? Hört ihr das? Yeah. Ui, Nacken. Ich hab's geschafft. Ja, ich hab's echt schön gekriegt. Zu einer richtigen geilen Übernachtungsparty gehört natürlich auch, dass man sein Bier verkippt. Toll gemacht, Kasulke. Echt. Toll gemacht. Ah, ehrlich mal. Mann. Nee, ihr wundert euch, warum das hier so komisch aussieht? Ist nun mal so. Ja, jedenfalls wollte ich nur kurz zeigen, was zu keiner Strandparty fehlen sollte, ist der gute Strandaschenbecher. Ja, rauchen kann tödlich sein, wissen wir alle. Jetzt ist einer an die Wellen gesprungen oder der weiße Hai kommt. Jetzt ist die Kippe ausgegangen, wie immer. Das kennen die Alteingefleischten ja sowieso von mir. Ich hoffe, ich komme mit dem bisschen Licht aus. Beziehungsweise ich habe das eigentlich gar nicht an, jetzt nur für die Kamera. Das ist, man sieht sonst auch gar nichts, ja, von dem geilen Umfeld, sag ich mal so. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, ich liege hier, vielleicht melde ich mich nochmal zurück. Sag auf jeden Fall schöne Grüße hier rüber in die stinkende Stadt. Ich bin hier schön am Meer. Yeah. Mit Mucke. Yeah. Also haut drin, ihr Nacken. Bis denn. Juhu. Die Strandnacht mit Ecke. Yeah. Geil. Neue Version von I'm Coming Home Tonight. Wow. Yeah. Ja, leider ist es jetzt super dunkel. Ihr seht nur meine Zigarette. Ja, so ist es eben an der Ostsee. Ich weiß nicht, kann man da überhaupt irgendwas sehen? Ein paar Lichter da? Nicht wirklich, wa? Ja. So ist das, wenn kein Licht an ist. Enjoy Radio höre ich gerade. Enjoy Club. Coole Nummer. Hab immer noch mein Bier. Man sieht ja wirklich gar nichts. Ja, ich will jetzt nicht wieder das Licht anmachen. Ich bin aber immer noch da hier, ne? Und ich sage erstmal wieder chill mit dir. Bis nachher. Die Nacht ist jung. Jojojo, ihr Nackenbrüder. Ich weiß, ihr seht mich nicht. Aber ihr hört. Hoffentlich. Das Meer. Sterne schön vor der Nase, ja, die Milchstraße direkt über mir. Ich schwöre, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen. Nicht ein Stern nimmt die Kamera auf. Das ist echt schade. Aber ein paar Boote am Horizont und ein Leuchtturm.
und sagen, so übernachtet euer Ecke heute. Wir können mal ranzoomen. Schauen wir mal. Wir gucken noch. Ach, das bringt gar nichts. Bringt gar nichts, wa? Das bringt nichts. Aber es ist ein Leuchtturm, man sagt. Also wieder ein anderer. Auf der anderen Seite. Guck mal, ob wir die Kamera aufkriegen vielleicht. Das sind Lichter. Ah, nur Lichter. Brennt sich so. Wie sieht man das? Ja, das ist Polen. Und so. Schöne Grüße von der Ostsee. Nein. Euer Ickemann geht jetzt glücklich ins Bettchen. Tschö mit Ö. Moins, ihr Nacken. Schade, ich hab's eben gerade nicht. Wie sagt man's? Ich wollte das eigentlich mit euch live machen. Bin aber jetzt einfach schon losgerannt. Weil, ja, ist ja früher morgen. Und man will sich frisch machen, wenn das habe ich eben gerade reingemacht. Schön da drin, man sagt. Ja, wie gesagt, schön übernachtet am Strand. Mit einem, wie heißt das? Windmuschel oder so? Muschel? Die rote Muschel. Nee, so ein Windschutz ohne Tür und Angel. So, genau. Da ist er. Oh, jetzt. Das Krasse ist, es ist jetzt schon mindestens 29 Grad. Es sollen 33 Grad werden hier, Freunde des Zuschauens. Ich werde hier auf jeden Fall einen herrlichen Tag verbringen wieder. Hat man gerade hier, wie gesagt, frisch gemacht. Der erste Morgendusche sitzt hier. Ne? Ja, da würde ich sagen, haben wir diese Nacht schön verbracht in diesem Objekt. Schaut mal. Was ist das so? Ja. Ja, wie sagt ihr Dank? Kann ich nur empfehlen. Zieht euch warm an. Und ja, macht das einfach mal nach. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Sieht zwar jetzt aus wie Sau hier, aber es wird jetzt aufgeräumt und dann geht der Tag los. Also ihr Nacken, drin hier rum. Schön mit Ö. Da ist die Sonne, die uns ganz fett schon wieder voll in einem brutzelt. Mit 33 Grad, die wir heute hier kriegen. Heide Witzkauli. Ihr Nacken, Freunde. Bis denn.